Internet-Speedrun. Gibt's Döner bald wieder für 4,50 Euro? Mit extrem großer Wahrscheinlichkeit nicht. Vor allem nicht, solange es genug Leute gibt, die Döner auch trotz der hohen Preise kaufen. Du wirst mir nicht glauben, wie schädlich Fingerknacken für deine Gelenke ist. Ist es nicht. Kannst du machen. Welches Bundesland in Deutschland hat den höchsten IQ? Nun, es gibt keine repräsentativen und aktuellen bundesweiten reinen IQ-Testergebnisse, aber gemessen am Bildungsmonitor liegt Sachsen schon seit Jahren auf Platz 1, gefolgt von Bayern und Thüringen. Und die absoluten Schlusslichter in Sachen Bildung sind Bremen und Berlin. So, und jetzt sagt mir mal, woran liegt das? Wie viel verdient eigentlich ein Moderator bei der Tagesschau pro Sendung? 259,89 €. Wieso steht in Baden-Württemberg ein 246 Meter hoher Turm in der Landschaft? In diesem Ding da werden vor allem Aufzüge getestet, aber mit 232 Metern ist es auch die höchste öffentliche Besucherplattform Deutschlands. Wie viele Menschen waren insgesamt überhaupt schon im All? Stand heute ungefähr 650. Was ist das schnellste Tier unter Wasser? Wahrscheinlich der schwarze Marlin mit bis zu 130 km/h.